Eine Geschichte mit dem Titel 144 Meter Lebensfreude. Ein Besuch auf der Drosselgasse in Rüdesheim. Jawohl, es gibt ihn, den Ort, an dem ich, Jahrgang 1976, der Jüngste, und das muss man jetzt mal noch hinzufügen, mit 1,68 Meter auch der größte Mann sein kann. Ich schreibe bewusst Mann, denn meine Freundin ist 1,70 Meter groß und damit die größte Frau der Stadt. Wir sind in Rüdesheim. Unterwegs von Karlsruhe nach Duisburg sind wir beide völlig unvorbereitet hier hereingeraten. Kurz zuvor waren wir noch so klein wie immer, doch schon kurz hinter der Rüdesheimer Ortsgrenze sind wir auf einmal schlagartig gewachsen. Beziehungsweise sind alle anderen geschrumpft, aber mit dem gleichen Ergebnis. Wir fühlen uns wie Gandalf der Graue zwischen den Hobbits. Allerdings bei umgekehrten Altersverhältnissen, denn hier sind alle Hobbits grauer als wir. Bei näherem Hinsehen stellen wir auch fest, dass das gar keine Hobbits sind, sondern Rentner. Hunderte, ach was, Tausende von feierbiestigen Methusalixen. Oder besser Papa-Schlümpfen und Mama-Schlümpfen, denn in Rüdesheim sind alle Rentner blau. Sie haben sich schon auf dem Weg hierhin im Bus oder auf dem Schiff mit allem betankt, was die deutsche Likörindustrie für amüsierwillige Bingo-Spieler so bereithält. Wer hier nicht voller Eierlikör ist, der ist Japaner. Denn davon gibt es in Rüdesheim mindestens genauso viele. Und die sind voll integriert im wahrsten Sinne des Wortes. Was dem Japaner an Eierlikör im Körper fehlt, holt er mit Asbach-Uralt auf. Asbach-Uralt gibt es hier überall, in allen Formen. Man macht den Mund zum Atmen auf und hat sofort 4 Zentiliter Asbach in der Blutbahn. Würde man in Rüdesheim nach Öl bohren, es sprudelte in kürzester Zeit reinster Asbach-Uralt hektoliterweise aus der Pipeline. Und zwar vor allen Dingen an einem Ort, den jeder Japaner in seinem Leben einmal besucht haben muss, um überhaupt zum richtigen Japaner zu werden, nämlich auf der Drosselgasse. Und genau dort haben meine Freundin und ich aus Versehen eine Übernachtung in einem Weinfass gebucht. Echt schnuckelig, hatte meine Freundin noch zu Hause bei der Internetbuchung ausgerufen. Übernachten im Weinfass, das ist ja romantisch, das ist ruhig, das ist urig, das ist wunderschön. Echt schnuckelig, wunderbar, das machen wir, hatte ich selbst zurückgejubelt. Bedürfnislos wie Diogenes in der Tonne. Nur der Rhein, der Wein und wir, Entspannung pur in der Natur. Wir überwiesen die 100 Euro sofort per Internet. Und jetzt sind wir hier und es gibt kein Zurück mehr. Unser Fass trägt den Namen Martinsthaler Wildsau und es befindet sich im Innenhof einer Gaststätte, die bei betrunkenen Greisen und Japanern gut ankommt. Beide Gruppen tummeln sich im Innenhof und warten auf die Nacht. Denn genau vor den Hotelzimmerweinfässern wurde eine Bühne aufgebaut. Auf dieser Bühne stehen einige osteuropäische Marianne- und Michael-Imitatoren mit Blasinstrumenten und einem Akkordeon. Meine Freundin und ich beschließen, den Rest des Abends im Fass zu verbringen. Um 18 Uhr hören wir von draußen eine Akkordeonversion von »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre«, gesungen mit einem hübschen polnischen Akzent. Das gefällt uns eigentlich recht gut und wir schunkeln zu zweit in der Martinsthaler Wildsau sogar ein kleines bisschen mit. Als nächstes spielt die Band »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre«, gefolgt von »Wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre«. Das kann doch nicht sein, sagt meine Freundin. Die können doch nicht dreimal dasselbe Lied nacheinander spielen. Aber sie können. Ich blicke durchs Guckloch der Martinsthaler Wildsau. Singende Rentner und selige Japaner liegen sich schunkelnd in den Armen. Wein und Asbach fließen in Strömen. Keinem fällt auf, dass sich die Musik nie ändert. Vielleicht wechseln sie ja stündlich, hofft meine Freundin. Aber das tun sie nicht. Um 23.30 Uhr hören wir, wenn das Wasser im Rhein goldener Wein wäre, zum 85. Mal. Allerdings mit einer leichten Veränderung. Die Sängerin und der Sänger lallen. Offenbar geben einige Japaner der Band Weinbrand aus. Wir beschließen, uns Socken in die Ohren zu stopfen und ins Bett zu gehen. In diesem Moment klopft es von außen am Fassdeckel. Vor der Tür stehen eine betrunkene Oma und ein betrunkener Opa.
Wir sind für Polizei, lallt die Oma und zeigt mir ihren Mitgliedsausweis vom Rommelverein. Wir müssen sie warnen, sind bis rüber unterwegs, sie den Enkeltrick anwenden. Sie müssen sofort Fass verlassen. Dann versucht sie an mir vorbei, durch die Tür zu gehen. Ich stelle mich ihr in den Weg. Ja, was soll denn der Quatsch, frage ich. Wer soll denn hier in Rüdesheim bei uns beiden den Enkeltrick anwenden? Ich meine, die einzigen beiden, die hier von irgendwem die Enkel sein könnten, das sind doch wir. Das sind die zwei! Lass die Oma! Timo! Nimm sie bald fest! Der Opa kommt mir bedrohlich schwankend näher. Aber meine Freundin geht dazwischen. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Was soll denn der ganze Quatsch überhaupt? Fragt sie. Der Opa lacht. Habt ihr ja Socken in den Ohren? Euer wachsen sie euch aus dem Kopf. Verschämt entstrumpfen wir unser Gehör. Das ist doch jetzt auch egal, sage ich. Was wollen Sie denn von uns? Die Oma wird ein kleines bisschen rot. Also ganz ehrlich, mein Freund Theodor und ich hier, wir sind beide fast 80 Jahre alt, wir haben uns heute hier in Rüdesheim auch aus der Gasse kennengelernt. Und wir dachten, hier wäre vielleicht keiner drin und wir können vielleicht mal für ein Stündchen verschwinden, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wir sind beide schockiert. Ihr könnt ja vielleicht da vorne im Sessel warten und wir gehen in die Dusche, sagt der Opa. Oder können wir euren Autoschlüssel haben? Wir schaudern. Gibt's denn überhaupt keine andere Möglichkeit, fragt meine Freundin. Sie könnten doch vielleicht einfach da vorne auf der Bank sitzen und ein kleines bisschen Händchen halten. Die beiden Senioren gucken uns fassungslos an. Ja, macht ihr euch doch lustig, ihr jungen Hüpfer, sagt die Oma. Wir sind alt, für uns ist fast alles vorbei und da will man mal einmal ein kleines bisschen glücklich sein. Und dann kommt ihr auf euren hohen Ross und mit euren Socken an den Ohren angeritten und macht alles kaputt. Meine Freundin und ich gucken uns betreten an, dann treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Aber wirklich nur eine Stunde, sagen wir. Nehmen den Autoschlüssel mit und gehen spazieren. Ein paar Mal die Drosselgasse rauf und runter. 144 Meter Lebensfreude, so steht es im Flyer der Stadt Rüdesheim. Berechnet wird diese Zahl offenbar wie folgt. 80 Lebensjahre mal 1,8 Promille gleich 144 Meter Lebensfreude. Denn um diese Zeit ist es hier wie am Ballermann, bloß mit mehr Japanern. Und mit Asbach-Ural statt Sangria. Tausende von Best-Age-Überschreitern taumeln wie die Zombies, singend durch die Stadt und schreien nach Wein und Polka. Auch einige greise Junggesellenabschiede sind dabei und grölen Lieder, die ganz sicher ab 18 sind. Aber das ist hier das geringste Problem. Eins kann man jedenfalls sagen, man kann in Würde altern oder in Rüdesheim. Zum Glück wird unser Fass bald wieder frei, denken wir uns und machen uns auf den Heimweg. Doch schon aus etwa 35 Metern Lebensfreude Entfernung sehen wir, dass da irgendwas nicht stimmt. Unser Fassdeckel steht sperrangelweit auf, aber von Oma und Opa ist nichts mehr zu sehen. Wir rennen zur Wildsau. Im Fass stellen wir mit Entsetzen fest, dass man uns ausgeraubt hat. Sogar unser ganzes Geld, mein Rasierschaum, alles wurde gestohlen. 300 Euro, fluche ich. Diese verdammten, miesen Alten. In diesem Moment entdecken wir ein DIN A4-Blatt, das man offenbar für uns aufs Bett gelegt hat. Daneben liegt ein 50-Euro-Stein. Schein. Daneben liegt ein 50-Euro-Stein. Daneben liegt ein... Nochmal. Wir entdecken also ein DIN A4-Blatt, das man für uns auf das Bett gelegt hat. Und daneben liegt ein 50-Euro-Schein. Auf dem Blatt steht, wir haben uns 250 Euro genommen, weil ihr so doof seid. Und wir lassen euch 50 Euro, weil ihr so nett seid. Vertraut nie jemandem bloß, weil er alt ist. Unser Tipp, der Enkeltrick, funktioniert auch umgekehrt. Ihr Deppen!
Und noch eine schöne Zeit in Rüdesheim. PS, wascht lieber noch mal eure Bettwäsche durch. Wir trauen uns daraufhin nicht mehr ins Bett, packen unsere 7 Sachen in eine Tüte und verbringen den Rest der Nacht im Auto. Das ist unbequem, aber immerhin haben wir beide für 250 Euro heute hier mal was gelernt, das man in keinem Reiseführer finden kann. Für die Stadt Rüdesheim sind wir beide einfach noch nicht alt genug. Vielen Dank.